Du möchtest deinen Seelenspeicher nutzen oder dich mit der Akasha-Chronik verbinden, um eigene Fragen zu beantworten, dann hilft dir vielleicht diese Meditation, um noch mehr in die Anbindung zu kommen. Für diese Meditation kommst du nun in eine angenehme sitzende oder auch liegende Position. Lass den Atem tief in den Körper hineinfließen, wie ein Fluss, der sich seinen Weg sucht, in jede einzelne Zelle deines Körpers. Helles, weißes Licht strömt nun über deinen Scheitelpunkt in den Kopf und erhellt diesen wie einen strahlenden Stern, der sein Licht nach unten über den gesamten Körper bis über die Füße tief in den Boden verteilt. Helles, weißes Licht über den Scheitelpunkt in den Kopf bringen, wie einen strahlenden Stern, der sein Licht mit der Ausatmung über den gesamten Körper bis über die Füße tief in den Boden verteilt. Einatmen, helles, weißes Licht über den Scheitelpunkt. Lass dieses Licht wie einen Stern strahlen, der sein Licht nach unten über den gesamten Körper bis über die Füße tief in den Boden verteilt. Helles, weißes Licht über den Scheitel einatmen und wie einen strahlenden Stern über die Füße tief ausatmen. Helles, weißes Licht über den Scheitel ein und diesen strahlenden Stern über die Füße tief in den Boden ausatmen. Helles, weißes Licht über den Scheitel ein und als strahlenden Stern dieses Licht über deine Füße tief in den Boden ausatmen. Einmal noch helles, weißes Licht über den Scheitel einatmen und wie einen strahlenden Stern über die Füße tief in den Boden ausatmen. Konzentriere dich nun auf die Pyramide an deinem Kopf. Zum einen auf deinen Scheitelpunkt, den Punkt in der Mitte deines Schädels. Zum anderen konzentriere dich nun auf den Alter Major-Punkt, der Punkt, der zwischen Schädelbasis und Wirbelsäule liegt. Und zum dritten gehst du mit der Aufmerksamkeit auf dein drittes Auge, den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Erfühle nun diese drei Punkte und male im Geiste eine Pyramide aus goldenen Fäden, die in den Himmel ragt. Konzentriere dich nun noch einmal auf diese Pyramide mit deinen gewebten Fäden und lass die gesamte Pyramide tief in dein Herz hineinsinken.
in deinem Herzraum wirst du wichtige Antworten von deiner Seele auf all deine Lebensfragen erhalten. Erhalte nun eine Botschaft direkt aus der Akasha-Chronik. Geliebte Seele, du bist immer an die universelle Quelle angebunden, wenn dein Herz die volle Kraft der Liebe aussendet. Diese Liebe hilft dir, in eine hohe Schwingung zu kommen, in der du mit der feinstofflichen Welt kommunizieren kannst. Du bist ein göttliches Wesen, das immer mit der Quelle verbunden ist. Wenn du Antworten auf deine Fragen suchst, kannst du eine Bitte an uns formulieren. Achte darauf, dass diese Bitte genau so formuliert wird, wie du konkrete Antworten erwartest. Wenn du darum bittest, einen Apfel zu bekommen, wirst du einen Apfel bekommen. Es kann aber sein, dass dieser Apfel ranzig und alt ist. Ein Apfel ist für die geistige Welt einfach ein Apfel. Achte daher auf deine Gedanken, deine Worte und deine Taten. Formuliere Fragen klar, ausgeführt und manifestierend. Übe dich täglich darin und du wirst schon bald ein Meister werden. Atme nun helles, weißes Licht in deine goldene Pyramide im Herzen ein und lass dein Herz über Zeit und Raum in hellem, goldenen Licht über dein Aurafeld erstrahlen. Nimm die ganze Weisheit deines Herzens mit in deinen Alltag. Weißes Licht in deine goldene Pyramide einatmen und über das Herz und dein Aurafeld ausstrahlen lassen mit der Ausatmung. Weißes Licht in deine goldene Pyramide einatmen und über das Herz und dein Aurafeld mit der Ausatmung ausstrahlen lassen. Weißes Licht in deine goldene Pyramide einatmen und über das Herz und dein Aurafeld ausstrahlen lassen mit der Ausatmung. Helles, weißes Licht in deine goldene Pyramide einatmen und über das Herz und dein Aurafeld ausstrahlen lassen mit der Ausatmung. Weißes Licht in deine goldene Pyramide einatmen und über das Herz und dein Aurafeld ausstrahlen lassen mit der Ausatmung. Weißes Licht in deine goldene Pyramide einatmen und über das Herz und dein Aurafeld ausstrahlen lassen mit der Ausatmung. Nun fühle tief in deinen gesamten Körper. Fange noch einmal bei deinem Kopf an und erfühle deinen Scheitelpunkt, deinen Alter-Maya-Punkt.
und dein drittes Auge. Erfühle dein Kehlchakra. Erfühle dein Herzchakra. Erfühle dein Nabelchakra. Erfühle dein Sakralchakra. Erfühle dein Wurzelchakra bis tief in deine Wurzeln hinein, die dich im Boden verankern. Atme, werde still und fühle. Und nun kommst du langsam wieder zurück in diesen Raum und dieses Tagesbewusstsein. Bleibe dir deiner Weisheit und Kraft bewusst und öffne langsam wieder deine Augen.